Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Legacy Challenge mit Sims 4 und Familie Traumtänzer. Und hier haben wir unsere schon wieder zum dritten Mal Schwangere Sophia. Und ich weiß nicht, was sie da tut. Ja, ich habe also ganz normal wieder beendet gehabt und sie steht hier irgendwie da draußen, habe ich gerade entdeckt und dachte mir, ich glaube, ich hatte sie wahrscheinlich auf die Toilette geschickt oder so. Und deswegen müssen wir jetzt mal ganz fix irgendwie sich wieder reinholen, ne? Wartet mal. Ich mach mal eine Tür rein, sonst glaube ich wahrscheinlich kommt sie nicht rein, oder? Kann keine anderen Objekte überschneiden. Das ist natürlich übelst, mein Liebe. Wie soll ich dich wieder reinbringen? Okay. Irgendwie kriegen wir das natürlich hin. Wir müssen einfach nur mal schauen, wo wir eine Tür einsetzen können. So. Ja, dann würde ich mal sagen, meine Liebe, ich weiß ja wirklich nicht, was du machst, aber wir müssten wahrscheinlich nach unten und hier ist was. So, dann gucken wir mal. Jawoll. Man könnte jetzt wirklich, ja, könnte man jetzt hier mal eigentlich einen Balkon anschließen, oder? Hat sie so irgendwie, glaube ich, beschlossen, dass wir das dann demnächst mal vielleicht angehen oder so. Dann gehe ich mal ganz kurz so das da wieder hinmachen. Jetzt habe ich nur nicht so viel Platz für das Gerät hier irgendwie. Oh Mann, ich muss hier schon wieder anbauen in unserem da, guck mal, das passt dahin. Genau, super, das passt noch dahin. Ja, wir haben hier so viele Geräte und ich weiß nicht, gar nicht, warum ich das nicht an die Wand hängen kann. Wahrscheinlich, weil das nicht so weit oben ist. Aber ich muss vielleicht auch doch mal mit diesen Move Objects irgendwie was daran machen. Okay, so. Ja, wer ist denn wo momentan? Alexa, die ist hier unten. Ich glaube, ich habe mit ihr schon Urlaub genommen, oder? Ja. Dann habe ich ihr schon Urlaub genommen. Theo ist hier unten noch und trainiert, weil der hat jetzt heute Samstag und morgen Sonntag noch frei. Und Fitness, ja, da müssen wir weitermachen, weiter dran arbeiten. Sophia hat auch heute und morgen frei. Sie müsste noch Berichte ausfüllen und die beiden wollen ja nochmal einmal zusammen eine Verabredung machen. Das werden wir demnächst auch noch angehen. Und hier ist unsere kleine wahnsinnige Trixie, die süße Maus, die schläft und auch Terra, die ist momentan auch im Schlafen. Sehr schön. So, dann gehe ich mal zu Sophia runter. Die kann sich ja mal vielleicht ein bisschen hier über Firmentrottel lustig machen. Mit Alexa anfreunden. So, das wollte ich eigentlich sagen. Setz dich doch ruhig hin. Okay, und gegenüber willst du dich lieber hinsetzen. Ach, Alexa, hättest du jetzt ruhig. Ach, Mann. So, okay, dann könntest du eigentlich mal hier genau kennenlernen, war da gerade, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr euch schon kennt. Ich glaube, noch nicht so gut. Dann machen wir mal einen Witz, weil Spaß fehlt dir nämlich momentan auch. Dann noch einen Polizistenwitz und dann kannst du noch jemanden parodieren und ja, nach Karriere fragen. Über Farbtheorien und so weiter. So, dann sind die beiden mal ein bisschen beschäftigt. Ja, die beiden Frauen im Haus. Ich finde Alexa ja auch immer noch wirklich, also trotz ihrer Falten im Gesicht und so, das sieht man schon, dass sie Seniorin ist, aber ansonsten finde ich sie echt immer noch hübsch. Also schön, dass ich sie rothaarig belassen habe, quasi. So, oh. Theo, du hast aufgehört. Warum? Mir fehlte der Spaß. Okay. Dann, oh, Comedy, Level 4. Theo, mein Lieber, es bleibt dir aber trotzdem nichts anderes übrig, noch weiter zu trainieren. Oh, wartet mal. Da steht ja noch die, wie lange? 12 Stunden. Kannst du die mal. Nee, ich kann die nur aufräumen. Naja, dann räum sie mal auf und nimm dir noch mal was aus dem Kühlschrank und ja, irgendjemand müsste dann definitiv doch noch mal ein bisschen was kochen. So, sie ist jetzt sehr verspielt. Ich glaube, sie macht sehr viele lustige Sachen hier irgendwie. Okay, und ich glaube, ich lasse jetzt Theo noch mal was essen und Sophia muss noch mal auf die Toilette dann gleich. Und dann können wir noch mal eine Verabredung planen. Und da würde ich heute gerne mal mit den beiden mal wieder in den Park gehen. Das war ja so, ich glaube, so ziemlich die erste Verabredung von den beiden.
dass sie, ach, wie schön, das nimmst du auch mit, das ist sehr nett von dir. Dahin, ja, 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 ja. So. Ah, yay. Warum gibt es nur 10 Simoleons? Ah, weil du den Rest weg... Oh, das ist doch doof. Naja, egal. Brauchen tun wir es mittlerweile nicht mehr. In der 5. Generation, ich glaube auch schon die 4. Generation war ja so, dass wir doch jetzt langsam genügend Geld einfach auch haben. Da ist jetzt wirklich kein Ding mehr. So, du gehst auch. Okay, Alexa, dann kümmere dich doch mal um Terra. Gib ihr mal die Flasche und schaukel mal mit ihr und mit Kosen und Grimasse und Reden und so. Sie ist ja auch sehr verspielt momentan, aber ein bisschen Spaß bräuchte sie vielleicht doch noch. Ja. So, dann gucke ich mal bei Alexa. Was würde ich denn gerne mit ihr noch so ein bisschen, ja, Gartenarbeit? Also so, irgendwie fände ich es immer ganz schön, wenn die so früher oder später so ein paar Sachen zumindest auf Level 10 gebracht haben. So, hier haben wir eine sehr hübsche Simfrucht mittlerweile. Auch das, oh ja, Gartenpflegen und die Simfrüchte. Ich glaube, wir haben 15 Stück. Vielleicht schaffen wir jetzt die 20 und können dann mal diesen anderen Gartentopf zumindest holen. So, und du darfst dich mal gerade an umziehen. Das fände ich jetzt cool. Warte. Outfit ändern in... Wir gehen mal in Ausgeh-Klamotten-Party 5. Was haben wir denn da so? Oh, oh ja. So, Theo, bist du fertig? Dann würde ich nämlich Euromantik und dann... Wo haben wir es denn? Techtelmechtel in der Sauna. Schwanger dürfen wir nicht in die Sauna gehen. Oh, da war es gerade. Moment, da um Verabredung bitten. Ja, auch ein hübsches Kleidchen. Es ist für mich immer irgendwie keine Ahnung warum, aber es ist das Schneewittchenkleid. Auch wenn es jetzt hier in dem Fall mal braun ist. Sie sieht von vorne immer noch sehr schlank aus. Also trotz, dass... Beste Freunde, Terra und Alexa. Trotz, dass sie wirklich immer einen dicken Bauch hat. Aber das ist wirklich nur der Bauch bei ihr. Das ist schon krass. So, wir gehen heute in diesen Magnolienblütenpark. Auch da habe ich, ich glaube, noch ein paar Sachen dazu, also hinzugefügt. Da war ich, glaube ich, seitdem nicht mehr. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das gemacht hatte. Und ich muss jetzt auf jeden Fall noch gucken, dass ich Alexa auch noch ein bisschen, ja, dass sie sich, ach so, dass sie den Garten weiter pflegt. Ah, oh, Mist, das macht sie ja wieder nicht, wenn ich weg bin. Das finde ich schon ein bisschen doof, ne? Nicht, also wenn ich jetzt so mit, wie mit den beiden, dass ich weggehe. Und ich habe ihr jetzt Aufgaben schon gegeben. Oh, cool, Garten pflegen, das macht sie anscheinend. Um sich kümmern. Okay. Ja, genau, um sich kümmern, das ist schon okay. Dass die dann einfach das, was ich denen quasi gesagt habe, dass sie das vielleicht weitermachen könnten. Das fände ich eigentlich cool. Naja, egal. So, ihr seht, hier habe ich ganz, ganz, ganz viele Blumen noch hinzugefügt. Ich habe da noch so ein paar, aus dem Baumodus, so einzelne Sachen hier auch noch mit angebracht. Also hier gibt es so einen schönen Garten, der ein bisschen so verträumt ist. Und hier hinten habe ich auch noch mal, auch so ein Gärtchen noch mal hinzugefügt, wo die Kinder noch spielen können und so. Diesen Campingplatz hatte ich schon mal. Ich glaube, seitdem war ich schon mal hier. Ja, also das ist ja ganz normal hier. Was habe ich noch? Was? Ah ja, das hier habe ich noch hinzugefügt. Genau, das hier. Diesen Brunnen. Und da wollte ich jetzt gerade mal, dass ihr hierhin zusammen sitzen geht. Wer ist das? Emma Eklund. Okay. Die habe ich auch aus der Galerie geholt. So, zusammen sitzen. Wie weit ist eigentlich Sophia momentan? Neues Baby, ja. Zweites Trimester sind wir noch. Ach, sind noch 22 Stunden. Ach, da haben wir noch bis zu der dritten Geburt haben wir noch echt Zeit. So, dann... Ja, sie braucht ein bisschen länger. Und ach, wie schön. Seife können wir Münzen einwerfen, wie auch immer. Aber ich glaube, wir hätten jetzt auch noch quatschen können. Guckt mal, zusammensitzen. Setz euch doch mal hin. Wo willst du denn hin? Sitzen. Ja, hier sitzen. So, und dann könnten wir küssen und... über Spielstrategien
sprechen. Ach, wie süß. Das ist das, hier, genau. Gleichzeitig kokett sein. Da müssen wir noch ein bisschen nichts machen. Was? Knuddeln und flirten und tiefgründige Unterhaltung. Das finde ich ja auch cool. Sie rücken näher und wieder dran. Oh, musst du bald auf die Toilette? Hallo, ich muss aufs Klo. Huch, wo gehst du hin? Ich glaube, das war jetzt voll schnell. Ach, nicht in den Busch. Oh, ich glaube... Oh, ich glaube, ihr war eher schlecht. Oh mein Gott, tut mir leid, meine Kleine. Verabredung, eine Geschichte erzählen. Okay, ach du Schande. Ja, dann geh... Nee, geh doch hier. Geh hier eine dampfende Dusche machen. Da ist doch auch eine Dusche. Da kannst du ruhig rein, das macht nichts. Und das finde ich jetzt ganz, ganz toll und ganz wichtig für mich auch, dass eben in diesen, ja auch hier eine Dusche gibt, ja, weil so die Verabredung weitermachen, das wäre echt eklig. So, eine unbehagliche Begegnung hatten wir irgendwie und eine, was ist das? Kriminelle Präsenz? Kann dieser Sim wirklich ein kriminelles Superhirn sein? Was soll ein Sim machen? Hä? Wer war das mit dem kriminellen... Wo, ich weiß es nicht. Wo ist denn Theo? Ah, hier. Ah, Theo, guck mal, da ist deine, ich glaube, Tante. Die Tessa. Oh, Tessa ist auch eigentlich eine, die ich auch ganz gerne hatte. Da hinten läuft Charla. Ich habe sie gesehen. So, ich gucke auch noch so ein bisschen hier hinten noch nach Sophia. Wir müssen ja hier noch weitermachen. Manu. Aber ich glaube, du kannst danach hier mal noch hierher kommen und Techtelmechtel im Busch. Vielleicht können wir da ein bisschen so das Kokette und so. Ja gut, sie ist jetzt natürlich kokett, weil ich sie, also ihr eine dampfende Dusche hab geben lassen. Oh mein, die guckt mal, wie die läuft. Also ich weiß ja nicht, aber für mich sind das jedes Mal Zwillinge. Aber ich glaube, sie hat einfach irgendwie so die Neigung dazu, einen sehr dicken Bauch zu bekommen, wenn sie schwanger ist. Magst du mit mir in den Busch gehen? Yay! Wow, und wie groß die Augen sind. Und, oh, sie hat eigentlich den Busch... Ah, verdammt. Ich glaube, es war auch nur dieser eine Busch. Aber das ist, war schon ja ihr Busch mal, ne? Das hatten die schon mal. Und eigentlich hat sie gerade da reinge... Ja. Der mieft noch. Aber das macht denen überhaupt nichts und sie lieben einfach Büsche. Sie lieben Büsche und wenn sie auch noch so duften, nach was auch immer, sie lieben Büsche. Und hier hinten läuft Babsi Braun rum, die schon Seniorin mittlerweile ist. Unsere zwei Süßen. Ja, Theo ist irgendwie wieder Papa, ne? Der hat auch nicht von seiner Alexa gekonnt und genau, Theo kann es auch nicht lassen, von Sophia die Finger zu lassen. Und in dem Fall hat es mal nichts zu tun damit, dass sie schwanger sein soll. So, jetzt komm schon, jetzt bist du doch auch kokett, oder nicht? Och Mann. So, Hände küssen. Keine Ahnung, was können wir denn noch machen, dass du mal kokett wirst hier? Süß soll's raspeln. Verabredung, eine Geschichte erzählen. Warte mal, eine Geschichte erzählen. Techtelmechtel im Zelt. Nein. Wo finde ich denn das mit der Geschichte? Bitten, den Brunnen zu spielen. Ach, das fände ich jetzt auch lustig irgendwie, aber ich muss gerade mal eine fesselnde Geschichte erzählen. So. Warum bist du nicht kokett? Ekliger Busch. Ach je, yeah, zumindest. Dieser Busch wurde bereits benutzt, aber von jemandem, der die Spülung nicht betätigt hat. Ja, das war deine Frau, mein Lieber. Stört sie eigentlich auch? Ja. Sie ist sogar sehr kokett. Vielleicht sollte sie mal aufreizend posieren. Hände küssen. Vielleicht wird er dann ja kokett, wenn sie ihn mal ein bisschen anmacht. Das ist auch süß, wie sie sich hier so bewegt. Ja, also, na dann. Tiefgründiges Gespräch. Okay, das müssen wir wieder mal suchen. Wo finde ich das denn wieder?
mit Familie angeben. Hey, ich habe eine ganz coole Familie. Das ist unsere Familie. Finde ich auch immer ganz cool, dass ich das mit meinem eigenen Ehemann hier machen kann. Tiefgründige Unterhaltung. Was redet ihr denn gerade? Keine Ahnung, eine tiefgründige Unterhaltung auf jeden Fall. Oh, ach, wusste sie das noch gar nicht? Ich muss mal echt gucken. Ach, du kennst auch die Karriere nicht? Na dann, wartet mal ganz kurz. Oh, ich glaube, sie wird sich gleich hier rein manövrieren. Aber ich würde es dann doch mal sagen, hier, frag mal nach der Karriere, weil das ist ja doof, wenn du die Karriere deines eigenen Mannes nicht kennst. In diesem Busch, Sophia, willst du nicht wirklich dann auch noch schlafen. So, und dann würde ich das mit dem Brunnen gerne noch ausprobieren. Bitten, in Brunnen zu spielen. So, jetzt weiß sie auch, was er arbeitet. Was seid ihr? Eigentlich alles liebende Ehegatten, Seelenverwandte, beste Freunde. Wie romantisch. Und so, dann muss ich aber nochmal gucken, ob du alles über sie weißt. Ja. So rum schon. Okay. So, Moment. Jetzt hier. Oh, guck mal. Wie süß. Die spielen jetzt zusammen. Sie können nochmal eine Münze einwerfen. Und wir müssen aber noch uns küssen hier irgendwie. Das ist romantisch. Das ist natürlich auch immer wieder das Gleiche. Ne? Also wir müssen hier ja immer wieder solche gleichen Dinge irgendwie tun. Aber ich kann auch nichts dagegen machen. So, kennenlernen. Nein, Quatsch, das haben wir doch schon gehabt. Ah, ich muss doch eine tiefgründige Verabredung, eine tiefgründige. Wo finde ich denn das wieder? Ach, Manu, warum muss ich das dann immer so lange suchen? Da. So, immer so von der anderen Seite aus. Hier, so ein bisschen betrachten, hier durch das. Oh, das ist, glaube ich, der eine Ottomas da hinten. Genau, damit. So langsam kenne ich die Leute. Und küssen solltest du sie noch küssen. Komm schon, wir haben nicht mehr lange, dann müssen wir wieder nach Hause. Los! Und wir haben auf jeden Fall eine Goldverabredung. Süße Nichtigkeiten flüstern. Ich will nicht gekitzelt werden. So, ich versuche nochmal nach deinem leidenschaftlichen Küssen tief in die Augen schauen. Das finde ich doch auch super. Verführerisch sein. Oh. Oh, guck mal, wie sie sich anschmelzen hier. Das ist doch echt süß. Yay. Ist das nicht goldig? Ach, wie süß. So. Eigentlich müssten wir noch leidenschaftlich küssen, aber der ist mal wieder, keine Ahnung, alt Romantik. Okay. Das ist nicht so schlimm. So, ich glaube, es wird Zeit, dass ihr beiden nach Hause geht. Dass wir auch mal schauen. So, du um dich kümmern auf jeden Fall. Ich hoffe, die kümmern sich beide um sich selber. So, das war dann heute die zweite Verabredung. Das heißt, dass wir jetzt nochmal 3 brauchen und als Seelenverwandte 50 romantische Gesten mit dem Ehepartner austauschen. Ja, da gehen wir hinterher und ich denke mal, das sollte auch ganz gut funktionieren. Wir müssen die einfach nur immer wieder romantisch quasi uns austauschen. Und vor allen Dingen, wenn die ja auch nochmal gucken, die haben ja nochmal frei. Also heute war ja quasi Samstag und Sonntag haben sie auch nochmal beide zusammen frei. Da machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Verabredung. Mal gucken, wo wir dahin gehen. Vielleicht gehen wir mal woanders hin. Mal schauen. Und dann, ja, dann, dann wird das schon auch mit den romantischen Aktionen ganz von alleine kommen. So, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen, lass mir gerne einen Kommentar hier und oder einen Daumen nach oben. Und guck mal, die zwei küssen sich doch schon jetzt hier wieder. Und da mache ich das gerade, auch hier leidenschaftlich küssen, das hat uns noch gefehlt. Und dann darfst du mal auch direkt da hinten auf die Toilette. Und los! So, tschüssi, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, eure Saki Naidao. Ciao, ciao.